Es geht schon wieder weiter mit Wir spielen Minecraft von minenarbeit.de. Ich bin auf Minecraft Beta 1.7. Das ist momentan, wo dieses Video erscheint, das Wichtigste, was ihr wahrscheinlich wissen wollt. Ich hoffe, dieses Video wird euch trotzdem gefallen. Natürlich kommen auch Beta 1.8 Videos, das ist doch klar. Wir wollen uns aber jetzt konzentrieren und nicht lange mit der Vorrede aufhalten. Wo passt das denn überhaupt hin? Ich möchte ein Nethergate bauen. Dafür muss ich natürlich eine gewisse Form von Obsidian anlegen. Obsidian habe ich hier zu Genüge gefunden. Das müsste gehen. Hier hoch kommt man dann hier noch überall vorbei. Ja, wunderbar. Das ist doch kein Problem. Es war auch, glaube ich, so gedacht, wenn ich mir das jetzt mit diesem Eingang hier angucke. Jetzt hier genau auf dieser Linie. Also baue ich jetzt mal den Wassereimer nämlich mit. Braucht man vielleicht mal, um sich zu löschen. Ich weiß nicht, was mich im Nether erwartet. Wir sind auf dem Seed Swamp Weed. Immer noch. Seit 98 Folgen. Kann das sein? Es ist natürlich eine Zahl, die muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Aber jetzt kommen wir mal zur Sache. Zwei breit. Drei hoch. Ein bisschen. So. Ich bin immer nervös, bevor es ins Nether geht. Bevor es ins Nether geht, durchs Nether geht. Ich habe genug Obsidian, aber ich nehme viel mit. Oder Quatsch, ich will mir vielleicht noch mehrere bauen, deswegen. Ah, ich bin nervös. Ihr merkt das. Ich weiß überhaupt nicht, was ich sagen soll und was ich hier machen soll und ach, ne. Jetzt stören mich auch diese beiden blöden Koppelsteine da unten. Was kann ich denn nochmal noch hier lassen? Diese extra Portion Pfeile. Nein, 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 nein. Ich esse ein Kotelett. Das ist eine gute Idee. Ich weiß wirklich nicht, ich habe auch noch nie getestet, irgendwie, indem ich nochmal die Welt anders aufgemacht habe und da vielleicht nochmal. Ich habe keine Testwelt von Swampweed, wo ich hier Sachen schon mal checke oder so, das habe ich nicht. Deswegen weiß ich nicht, was mich da erwartet. Wir konzentrieren uns einfach, wenn wir ins Nether gehen, ne? Das ist jetzt praktisch auch so eine Art Nether-Tutorial, ne? Bevor wir ins Nether gehen, wir müssten auf jeden Fall immer ein Feuerzeug dabei haben. Das ist das Wichtigste überhaupt. Denn es kann sein, dass uns unser Gate im Nether ausgeschossen wird. Von diesen Riesenquallen. Die Ghasts. Ja? Und dann kriegen wir das nicht mehr an und kommen nicht zurück. Wir müssen uns töten, um irgendwie wieder gespawnt zu werden oder so. Ne? Das ist natürlich unvorteilhaft, ja, wenn man das mal so sieht. Also ein Feuerzeug auf jeden Fall mitnehmen. Ach, das Obsidian brauche ich jetzt nicht mitnehmen. Das ist ja viel zu wertvoll. Entschuldigung, ich muss nochmal zurück zur Kiste. Aber ihr habt bestimmt ein wenig Zeit mitgebracht, wie ich euch kenne. Das war in der Kiste. Ich habe hier schon unheimlich viel Kraut und Zeug angesammelt. Jetzt geht es gleich ins Nether. Ich kriege jetzt zu viel. Ich bin sehr gespannt. Es ist auch gleich soweit. Ja, wie gesagt, und viel Koppelstein. Wer neu dabei ist, Cobblestone. Das Zeug, ja, was ich in Händen halte. Das mitnehmen, denn das ist sehr, sehr robust gegen die Feuerangriffe von den Riesenquallen, ne? Oder den fliegenden Riesenquallen und keine Ahnung, ne? Jetzt zünden wir das Gate an. Und ich weiß, dass viele dieses Geräusch so hassen. Ich habe mal eine Erstbespielung, ein Tutorial gemacht, glaube ich, zu den Booster-Tracks oder so. Direkt unter einem Nethergate. Das habe ich mit Absicht so gemacht, weil ich genau wusste, dass sich ganz viele Leute darüber aufregen würden. Ich glaube, das ist genauso gemein von mir wie der Jens Bergenstein, der Jepp, immer, also der von Minecraft, ne, von Mojang. Wenn der irgendwas veröffentlicht, so ein Video, wo er irgendwie Pistons vorführt oder
Was hat er jetzt? Hat er irgendwie das Springen vorgeführt? Man kann ja in 1,8 so 4 Blöcke weit springen. Das hat er vorgeführt. Natürlich ist da immer eine nervige Kuh direkt daneben, die irgendwie die ganze Zeit ne? Und das macht mich völlig aggro. Ja, das sind Aggro-Kühe für mich. Und ja, ich bin aber genau so ein Schlingel und mache das immer mit Nether Gates. Ne? Eigentlich könnt ihr froh sein, dass ich nicht in Folge 1 schon ein Nether Gate gebaut habe. Da würde ich da wahrscheinlich immer nebenstehen, wenn ich euch was erzähle. Aber ich hoffe, ihr könnt mich noch verstehen und ich bin jetzt völlig... Ein Schwert brauche ich im Nether im Prinzip nicht. Da hilft uns nämlich gar nicht. Da ist nichts, was uns mit so angreift, wo wir uns mit dem Schwert verteidigen könnten oder müssten. Dennoch ist es natürlich ein besseres Gefühl. Ja, ich sag mal, auf los geht's los. Ich bin völlig aufgeregt, keine Ahnung. Ich hoffe mal, es klappt alles und ne, ich sag jetzt einfach mal einen Countdown von 63 bis minus 180 oder so. Also 63, 62, 61, 60, 79, 80, 500.000, 738 Millionen, 900, und da ich mich jetzt völlig verzählt habe, renne ich einfach durch. Nein, ich darf ja nicht durchrennen. Ach, ich bin... Ja, ich mach's spannend, ich mach's spannend. Okay, es geht los. Ja. Enttäuschung, was ist das denn? Ja, ist immer so, ist normal. Interessant. Ja, Spock würde jetzt sagen, faszinierend. Ich höre sie schon kommen. Wo bin ich? Licht, ich brauche Licht. Rot. Netherrack. Kostbar. Brennbar. Ey, es ist ja... Ich bin hier in einer Höhle. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich höre sie schon. Hört ihr sie auch? Wie komme ich denn hier raus? Gar nicht. Erst den Weg nach draußen buddeln oder wie? Oh. Ich weiß nicht, das Netherrack sieht ein bisschen aus wie so rohes Fleisch. Hier geht's raus. Ey, das ist ja völlig cool. Ey, so einen coolen Nether hatte ich noch nie. Ist ja richtig sicher hier. Kann gar nichts passieren. Es ist noch so, ne? Es werden ja demnächst auch irgendwann mal, naja, fällt mir inzwischen etwas schwer, immer irgendwie über Sachen zu reden, die eventuell mal irgendwie eingeführt werden, aber Nether soll natürlich ein bisschen ausgebaut werden. Da sollen mehr Inhalte rein. Es ist cool. Es ist cool hier. Aber ich weiß nicht, wie ich rauskommen soll. Ich renne was hier lang, da war irgendwie Licht. Da ist Licht, aber... Ach so, alles klar. Stummdi-dumm. Es ist sehr interessant. Es ist sehr interessant. Geht's hier auch irgendwo raus? Was meint ihr? Ich hätte etwas Dynamit mitbringen sollen, ne? Das habe ich jetzt natürlich völlig versprengt. Aber ich glaube nicht, dass ich jetzt unheimlich weit draußen bin. Scheiße. Das ist natürlich super. Ich habe das böse Wort gesagt, ne? Ey, jetzt bin ich natürlich hier so voll. Boah, ich habe Angst. Es ist eigentlich gar nicht gefährlich, ne? Außer jetzt, ja, hier Lava. Ich höre die ganz nah, aber ich kann natürlich überhaupt nicht beurteilen. Ich
versuche mal nach oben zu kommen irgendwie. Licht mache ich auch, ja, natürlich. Ich versuche mal irgendwie hochzukommen. Man kann Netherrack nur mit der Hacke abbauen, ja. Anders hat das keinen Sinn. Wird auch zerstört und dauert auch ewig und so. Irgendwo muss ja halt irgendwann auch mal... Es muss auch nach draußen gehen. Licht. Ich bin draußen. Ah. Schockschwere Not. Ich bin ganz unten. Also ich bin normalerweise, wenn ich im Nether war, bin ich immer irgendwo oben so ausgekommen, so und... Ne, und jetzt bin ich mal ganz unten an diesem Lavasee. Obwohl, man weiß es ja gar nicht, ne, wie das alles so... Oh, flackert das da? Ist das jetzt gewollt oder ist das... Oh. Wahrscheinlich werde ich auch gleich beschossen. Da! Da sind auch die Zombie-Pigmen. Sieht der nicht? Ja, der schießt schon. Aber wo schießt der hin? Das ist ein kleiner Depp. Die sind riesengroße Viecher, ne? Das darf man, als ich die das erste Mal bekämpft habe. Hey Jungs, ey, wie geht's euch? Ne? Ja. Und der Müffel ist auch so ein bisschen. Ne? Aber gut. Hier ist es ja auch warm. Nein, als ich die das erste Mal... Oh, Pilze! Schön. Das erste Mal gesehen habe, die diese Gas oder was, ne, die... Oh, das ist cool hier. Ja, ich darf mich auch nicht verlaufen. Ich mach das mal so. Da habe ich gedacht, warum treffe ich die nicht? Habe ich mal mit dem Bogen geschossen und habe die nicht getroffen. Bis ich mal merkte, dass die noch ewig weit weg waren. Die sind nur einfach so unheimlich riesengroß, wenn man die so in Relation zu anderen Viechern so sieht, in der Größe so einschätzt. Ach du Scheiße. Boah. Da habe ich halt immer begriffen, dass die einfach nur riesengroß sind, ganz nah rankommen müssen. Na? Boah. Okay, Kletter da mal hoch. Warum man in den Nether geht, ist natürlich auch jetzt Netherrack. Klar, haben wir jetzt eigentlich schon genug. Obwohl, ich denke, man kann da auch schöne so Wege mitmachen. So, statt Schotter kann man auch Netherrack nehmen. Je nachdem, was man so für ein Texture Pack hat. Ich bin da auch noch ein bisschen am rumexportieren. Also ich probiere noch etwas aus. Ihr seht, wenn ich da so reinhau, das dauert total lange. Ne? Und wenn ich da die Hacke nehme, ist sofort ein Schlag und alles erledigt. Fackel mal hin als ja, Wegweiser. Ne? Immer gucken. Glowstone. Wo ist das Mistviech? Warum man in Nether will, ist klar. Ah, Hilfe. Wegen Soul Sand und vor allem Lightstone. Ne? Das ist natürlich, also Glowstone. Ah, das hängt da total oben. Gut, da muss man weit laufen. Jetzt schieß mir nicht die Fackel aus, du. Vielleicht kann ich da an den... Müsste dumme Fieder erst noch beseitigen. Wie das fackelt da hinten und oh. Ich renne mal weiter, damit er mich hier nicht abknallt. Wie komme ich da hoch? Hab ja Erde mitgebracht, außerdem kann ich auch wieder hier so ein bisschen Netherrack setzen. Ja, komm. Mach du ruhig, alles kaputt. So, jetzt dürfte er mich eigentlich nicht mehr sehen. Ich gehe mal hier hoch.
Fackel, ne? So. Ja, Jungs. Was euch hier hingetrieben hat, das weiß ich auch nicht. Er schießt schon wieder. Ich warte noch auf den Tag, dass er die Zombie-Pigment abknallt. Und die sich dann, die dann über den herfallen. Aber ich habe keine Chance, ne? Okay, den haben wir jetzt irgendwie gereizt. Ich suche weiter nach Lightstone, Glowstone, was weiß ich für ein Stone. Da in den Fackeln, da bin ich hochgerannt, ziemlich unnötiger Weg. Da hinten ist doch was ein bisschen. Da muss ich noch eine Fackel hinsetzen, damit ich das sehe, wenn ich von hier rumkomme. Boah, ist das spannend. Boah, Swampbeat Nether, der ist echt voll cool, das, dieser Nether hier, das ist ja... Ey, der ist echt richtig gut, das ist wieder so ein Viech. Vielleicht kann man ja mal versuchen, so ein bisschen zu schießen. Ich schaff die noch nicht, ich bin dazu doof zu... Ah, ja toll, hier ist natürlich ein riesen See dazwischen. Ich dachte, das wäre hier vorne erreichbar. Ach, da oben hängt auch was. Und da auch. Ja, das bringt überhaupt nichts. Dann nehme ich die Fackel auch wieder mit. Rennen wir lieber in irgendeine andere Richtung. Vielleicht da hochklettern. Und durchbuddeln. Ich glaube, kommen wir da nicht hoch. Da vorne. So. Ist echt stark, ne? So, hier irgendwie. Ich werde beschossen. Schreiben gleich so. Wo ist der denn der? Ah, da! Da komme ich hier ran mit dem Bogen, ne? Oh. Doch, geschafft. Muss ich voll konzentrieren, das ist jetzt einfach darum auch die Pfeile, ne? Da habe ich vorhin noch so die Pfeile mitgenommen. Ist das hier schon Soul Sand? Ja. Nee, das ist Kies. Oder wie, oder was? Ich sollte mich jetzt auch nicht ablenken lassen. Ah, das ist Vieh. Ich hab den getroffen. Gehen da Pfeile drauf. Man kann das auch nicht vernünftig üben. Das ist so ernst fallen. Ja, mach du da alles kaputt? Ja. Wo fahr ich überhaupt? Wo muss ich hin? Hör doch mal auf, schießen. Ach du meine Güte. Ich renne mal wieder zurück. Ein bisschen. Da hängt auch noch Glowstone. Vielleicht ist der einfach. Ah. Das ist natürlich Aktion. Da kann man auch mal gerne mal eben so ein bisschen ins Feuer fallen. Scheibenkleister nochmal. Ich hab Angst. Die machen einem das Leben echt schwer, diese Viecher. Da könnte ich doch ran, da oben. Das ist doch klar. Also, ist nicht viel Glowstone, aber... Besser als gar nichts, ne? Wie komme ich da hin? Ja, indem der mir hier alles schießt. Ah. Ey, ich bin doch längst weg. Ich bin doch längst weg. So, jetzt rennen wir hier einfach hoch. So. Netherrack werden wir hinterher jedenfalls genug haben. Das ist schon mal klar. Machen sie einfach hier die Plumpe, ne? Man kann auch im Nether dann richtig schön bauen und so. Das können wir auch noch machen. Warum eigentlich nicht? Aber im Moment, ja, ich... Bin mir nicht sicher, ob die Gegend wirklich gut ist, ne, weil man da nirgendwo an Lightstone kommt. Man müsste den ernten können eigentlich, also wirklich so farmen können, dass man da den züchten kann und so Sachen. Das ist so wenig, ja, und eigentlich kommt mir da jetzt Lava entgegen. Er ist so schön zum Dekorieren und alles, ne. Aber man kommt da so schlecht dran.
Toll, wo bin ich denn jetzt hier? Aber richtig bin ich doch noch, ja. Gehen wir einfach weiter hoch. Na, was soll es? Irgendwann müssen wir oben ankommen, oder? Vielleicht mal um die Ecke so ein bisschen. Meinen Berechnungen nach müssten wir jetzt langsam. Aha, guck mal. Da tut sich doch was. Gucken. Luft ist rein. Da! Ja. Also. Den sichern wir uns. Ist noch relativ. Guck mal, da unten sogar ein Plateau drunter. Da kann auch nichts in die Lava fallen. Okay, es brennt da ein bisschen, ne? Aber gut, da baue ich mich jetzt eh mit. Ja, vielleicht nehme ich einfach das blöde Netherrack hier. Wo sind denn hier unsere Freunde? Ding, ein bisschen noch darüber. So, wenn ich den abgeerntet habe, dann bin ich glücklich. Ja, dann bin ich wirklich glücklich. Dann habe ich auch richtig schön. Das wäre aber. Ah, nein! Ab! Ja, super hoch ab. Geh weg. Hold up! Ihr solltet ziehen. Mit der Drecksmaschine. Pass auf, jetzt. Hier, wo ist denn mein Bogen überhaupt? Geht um die Decke. Ist er sowieso weg? Feigling, Feigling. Komm doch raus. Das sind mehrere. Ach, guck mal, von oben hat man eine gute Chance. Wie viel braucht ihr denn überhaupt? Ja, hau ab. Ja. Ja, drei Stück. Ich habe drei Treffer gemacht. Droppen die eigentlich irgendwas? Wäre hier mal ganz gut, ne? Obwohl, wie soll man da rankommen, jemals? Jetzt sollte ich aber auch nicht leichtsinnig werden und da irgendwelche Forschungen machen. Wie viel? Wow, es ist gut, dass ich da noch Pfeile geholt habe. Weiter hier. Ja, schön, so ringsherum, damit wir da in ganz in aller Ruhe ein bisschen ernten können. Uns treibt ja nichts, ne? Glowstone macht glücklich. So. Guckt euch das an. Das ist wirklich. Also ehrlich. Also Swamp Beat hat wirklich in allen Belangen wirklich richtig was zu bieten. Irre. Dieser Seed ist jedenfalls ein echter Volltreffer. Auch was das Nether angeht. Oder die Nether oder der Nether oder wem Nether. Ja. Hat auch nichts mit Hölle zu tun. Da sagen viele, ist die Hölle. Hat nichts, soll auch gar nicht mit der Hölle sein. Irgendwie ist es die Unterwelt, ne? Weil der Notch natürlich überzeugter Atheist ist. Der möchte überhaupt keine religiös angetauchten, angetünchten, angefärbten Namen da reingeben. Deswegen gibt es auch keinen Himmel bei der Sky Dimension, die da irgendwie noch gemacht wird und wahrscheinlich niemals erscheinen wird. Das ist auch kein Himmel, da gibt es auch keine Engel, weil es der Himmel ist oder so. Das ist völliger Quatsch. Der Notch, der macht grundsätzlich keine religiös inspirierten Dinge. Ja, ist alles eher mystisch und Fantasie. Und deswegen, sonst hätte das ja einfach Hölle nennen können. Ja. So, jetzt holen wir uns den Glowstone. Macht es richtig? Ja. Ich hatte jetzt schon ein bisschen Angst. Kann ich ihn auch einsammeln? Nein. Gut, aber da werde ich jetzt einfach mal einen Stack von dem Nethergate opfern. Nethergate. Netherrack. So. Da müssen wir noch mehr wegschmeißen gleich. Ich hau mal auch hier rein. Uah, das war jetzt falsch. Uah, da kommt wieder einer. Ich habe einen gehört. Wo ist der? Hau ab. Muss ja nicht so rumjammern. Das beeindruckt mich nicht. Ich hab kein Mitleid mit dir. Weil du hier deine Zeit fristen musst.
Muss ich nämlich auch. Ja, super. Ah! Oh, das war knapp. Ich habe gedacht, ich sterbe. Ich glaube, ich bin wenigstens in Sicherheit vor dem Heini. Nee, da vorne. Oh, la, la, la. Okay, solange er mir jetzt nicht das irgendwie alles kaputt macht. Ich muss vorsichtig sein. Ich muss echt vorsichtiger sein. Verdammt, 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 verdammt. Nein, 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 nein. Ich hau ab hier. Ich hau ab hier. Boah. Kritische Phase. Kritische Phase. Ich muss mich irgendwo zurückziehen. Wo war es nochmal? Wo kam ich nochmal hier runter? Ah, hier. Ich denke mal, ich habe sie abgehängt. Jungs, ihr könnt mir echt mal ein bisschen helfen. Ne? Tanzt da die ganze Zeit rum und macht... Ne? Essen? Ah, diese blöden Viecher. Man muss sich wirklich dann zurückziehen, sonst verschwendet man auch viel zu viele. Da ist er noch. Hab ich gesehen. Ah, Mist, ja. Ja, du. Wie kommst du denn mit denen klar? Ja, jetzt müssen wir die hier noch runterschubsen. Ich dachte, wir sind Kumpels. Ja. Boah, das sind jetzt. Das werden immer mehr. Oh, er hat mich schon wieder. Nein. Wie komme ich denn jetzt hier raus aus der Bedrulle? Und wo bin ich überhaupt? Ich glaube, ich habe mich zudem auch noch verlaufen. Die werden mir auch meine Fackeln weggesprengt haben inzwischen. Ich versuche mich mal hier so ein bisschen zu orientieren. Ah. Wenn ich wieder über die kommen könnte, dann hätte ich eine Chance, sie zu bekämpfen. Aber von hier unten habe ich keine Chance. Ihr alten Mistviecher. Vor allem will ich da schnell meinen Glowstone holen, bevor der weg ist. Kommt doch alle her. Er schießt schon wieder. Dann hilft nichts. Weißt du, was ich jetzt mache? Ich hier mal so eine kleine Festung. Hoho. Ein kleines Schutzschild. Wow. Heul nicht rum, alter Heulsuse. Wirst du dich wohl verziehen? Mensch. Auch hier ist es gefährlich, ne? Ich baue hier mal ein bisschen mehr hin. Sowas irgendwie in der Art, da kann ich auch hier mal... Wird der mich sehen? Ja, der wird mich sehen. Juhu! Dusch! Ja, du kommst auch, willst dich verstecken, ne? Erst hilfst du mir nicht und dann willst du dich auch noch verstecken in meiner Festung. Naja, will man nicht so sein. Ich habe mich eh verirrt und komme nie wieder nach Hause. Ich werde wahrscheinlich dann in ein paar Tagen genauso aussehen wie der hier. Ja, steh mir ruhig im Weg. Ich renne jetzt da rüber und hole mir den restlichen Glowstone. Oh nein, ich hole mir nicht den restlichen Glowstone. Doch, hole ich mir doch. Wenigstens noch ein paar Stücke. Da bin ich glücklich. Ja, super. Der fällt da natürlich runter. Ja, okay, aber da weiß ich nicht, wie ich da hinkomme. Ah, hau ab. Lass mich in Ruhe. Jetzt mal nochmal hier hinter. Ruhe ist. Hops. Geh weg. Und dann mache ich hier mal eben so einen kleinen. Das ist
ist das Kostbarste überhaupt. Es ist für mich viel wichtiger als Diamant, wenn ich ehrlich bin. Weil es einfach so ein tolles Dekomittel ist. So Beleuchtungsstoff. Der turnt da immer nur rum, Alter. Jetzt muss ich ja gucken, wie ich zurückkomme. Ah, ich habe das völlig vergessen. Stehen da hinten nicht Fackeln? Ah, da hinten stehen Fackeln. Ja, ja, klar. Ja, ja, sicher. Aber ich hatte hier doch noch so einen schönen Aufgang irgendwo. Da war doch sicher. Oh. Ich kann natürlich jetzt auch nicht so Fackeln hinhängen, weil die mich dann ablenken würden. Dann wüsste ich ja nicht mehr genau, wo mein Weg ist. Also, guck mal, super. Hat mit dem, der hat alles zersprengt hier. Mal eben schauen. Da unten sind Fackeln, jawohl. Ich glaube, da unten muss ich irgendwie lang. Da ist mein Gate. Ich will zurück. Ich will zurück. Ich will zurück. Ey, weißt du nochmal, wo ich hier... Ah, Soul Sand sollten wir uns auch mitnehmen, ne? Ja, schubst mich bitte nicht in die Lava. Oh mein Gott, nein, da komme ich überhaupt nicht mehr raus, Leute. Pass mal auf, ich werde mal den Ausgang suchen. Und, in der nächsten Folge habe ich den dann hoffentlich gefunden. Und dann können wir ja hin und her laufen nochmal und gucken. Ich muss mich erst noch ein bisschen hier in der Gegend zurechtfinden. Das hat uns keinen Sinn. Diese Mistviecher bekämpfen. Da unten komme ich da einfach rüber. Kann ich nicht da lang laufen, einfach? Das versuche ich mal einfach. Und dann bringe ich mal erstmal den Glowstone nach Bad Schönfels in Sicherheit. Und ich würde sagen, in der nächsten Folge sind wir dann schlauer, ne? Alles klar. Vielen Dank fürs Zusehen. Lasst mir ein paar Däumchen da. Auch wenn ihr jetzt, wenn es wieder ein paar Leute gibt, die mich beschimpfen werden. Deswegen ist mir aber egal. Ne? Zeigt mir, dass ihr mich liebt. Denn wir wollen doch alle geliebt werden. Und diese heiligen Worte spreche ich zu euch von diesem, ja, wirklich unheiligen Ort, dem Nether. Ich renne jetzt schon mal los. Ich hoffe auch, dass das klappt. Ich weiß nicht, ob es klappt. Ja! Oh, verdammt nochmal, ich glaube, das ist jetzt falsch gewesen. Nein! Jungs, helft mir bitte. Ah, die sind alle ganz weit weg. Ich schaff das. Ich schaff das darüber. Komm. Jetzt schubst mich einer von den Kerlen. Hihi. Da ist eine Fackel von mir. Jetzt renne ich, glaube ich, in die falsche Richtung. Da unten ist eine Fackel. Wie war das noch? Ich muss hier lang. Ich muss hier lang. Da ist eine Fackel und dann da unten wieder. Ja, ist gefährlich. Ach, hier bin ich. Ja, ja. Ah, aufpassen, bitte. Ja, okay. Und hier vorsichtig runter. Da sind wir, wo die Pilze sind. Und da bin ich doch irgendwo hoch, da hinten oder so. Ah, ich kenne mich noch gar nicht aus. Ich muss hier unten runter. Dann... Was macht der denn da? Oh, ich werde beschossen. Ah, das, genau das habe ich befürchtet. Hier geht's rein. Hurra. Okay, Leute, ich bin in Sicherheit. Das habt ihr noch euch angucken können. Ihr könnt also ganz zufrieden sein jetzt und abschalten. Ich bin in Sicherheit. Ich habe überlebt. Ich werde den Glowstone wirklich zurückbringen. Und macht euch keine Sorgen mehr um mich. War jedenfalls ein schöner Ausflug in den Nether. Ne? Und okay, dann sehen wir uns in der nächsten Folge in Bad Schönfels. Oder gucken wir mal weiter. Macht's gut. Also, wie war das noch? 69, 61, dann 61, 60, 59 oder 79. Ah, 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 ah.